Hey, hallihallo, grüß euch. Heute bin ich wieder beim Spazierengehen. Schaut euch das einmal an. So schönes Wetter wieder heute. Zum frischen Luft schnappen. Wie gesagt, ihr kennt es mir schon. Da weiß ich genau Bescheid, zum Spazierengehen genau das Richtige. Aber Obacht, Spazierengehen ist nicht immer ganz ungefährlich. Ja? Da gibt es hier und da ein paar ganz, ganz traurige Steine, wo man drüber stolpern kann. Aber habt keine Angst. Ich zeige euch den Weg, sodass sicher beim Spaziergehen vorankommt. Zum Beispiel eine Gefahrenstelle, wo man drüber stolpern kann, ist die da. Aber keine Bange, gell? Ich lade euch wieder ein, mit mir spazieren zu gehen. Das wisst ihr ja wegen der frischen Luft. Und wenn wieder so ein Stolperstein im Weg kommt, dann warne ich euch nur rechtzeitig davor. Okay dann, bis später. So, jetzt seid ihr alle mit dabei beim Spazierengehen. Habt ihr recht, die frische Luft muss man genießen. Ist ja für alle was dabei. Ich habe euch ja versprochen, ich warne euch aber, wenn ein Stolperstein im Weg ist, dann müsst ihr zuerst drüber heben, damit euch nichts passiert. Aber wenn ihr das beachtet, kann auch gar nichts passieren. Okay, also wie gesagt, achtet auch auf diesen Stolperstein. Okay, dann. Jetzt wissen wir Bescheid, auf was wir wieder aufpassen müssen beim Spazierengehen in der Stadt, bei der frischen Luft. Und klasse, dass ihr heute wieder mit dabei seid, dass ihr uns mitbegleitet. Ah, so ein schönes Wetter, gell? Zum Spazierengehen. Ich würde mal sagen, heute schauen wir mal so bis Ende Mozartplatz. Die sehr schöne Strecken bis dahin. Und wie gesagt, ich habe euch versprochen, ich warne euch alle, wenn ein Stolperstein im Weg ist, wo ihr dann die Füße drüber heben müsst. Gell? Aber wie gesagt, mit Anmut, mit Demut und bedächtig über diese Stolpersteine die Füße heben. Ja dann, kann ja nichts passieren, gell? Gehen wir weiter. Bis gleich. So dann. Erschreckt euch nicht von mir. Ich bin kein Bandit oder Wegelagerer, der Fußgänger beim Spazierengehen an der frischen Luft, der ihre Habseligkeiten abnimmt. Wie gesagt, ich bin im Geschäft. Da muss man sich ja vermummen, damit man nicht erkannt wird oder aus welchem Grund auch immer, keine Ahnung. Ich habe heute beim Spaziergehen herausgefunden, dass ich was vergessen habe, nämlich was zum Trinken. Und zum Trinken ist sehr wichtig beim Spazierengehen, weil wenn die Sonne brennt, dann ja, könnt ihr dehydrieren und dann kommt der Notarzt. Das muss ja nicht sein. Aber ich empfehle euch was, nehmt keine Plastiksachen, so wie das gefräst oder da so Dosenzeugs. Hoppala. Dürft ihr mir nicht erkennen. Sondern schaut so, dass ihr vielleicht ein bisschen so Glasprodukte findet. Vor allem, es ist an andere Konservierungsstoffe drinnen, wenn man Glasprodukte nimmt. Und es schmeckt einfach viel, viel besser. Was haben wir denn da? Schaut einmal. Da dann, das ist Glas. Das, da mal dagegen knallen. Okay, das ist Glas. Zeige ich jetzt nicht die Marken, ich bin ja nicht in einer Bewerber. Also jeder, der was aus Glas findet, der ist da auf der sicheren Seite. Also ich wollte mir das ja jetzt mitnehmen. Ich habe es eben halt vergessen, zum Einpacken beim Spazierengehen. Jetzt muss ich es mir halt unterwegs holen. Ah, jetzt bräuchte ich drei Hände. Und wie gesagt eben, vielleicht ein guter Tipp, ich gehe jetzt zur Kasse. Ich werde dann noch mit meinem Bargeld bezahlen, solange wir das Bargeld ja noch haben. Ich halte nichts so von den Bargeldlosen zahlen, weil irgendwann, wenn es dann alle nur noch kein Bargeld mehr haben, dann heißt es ja, du kannst nichts mehr kaufen und erwerben, ohne davon Rechenschaft abzulegen. Gell? Genau. Ah, jetzt bin ich bei der falschen Kasse. Na okay, bis dann, wir sehen uns dann draußen wieder beim Spazierengehen. Ohne Masken. Hoppala. Ah, ist das schwierig, ha? Na dann, bis gleich.
So, jetzt habe ich mein Bargeld an der Kasse da lassen. Es fällt mir halt nur was auf. Ich habe nur zwei Hände. Jetzt muss man entscheiden, nehme ich das Trinken mit. Ach, wisst ihr was? Ich lasse das einfach mal da, dann kann ich mal trinken halten und schaue jetzt weiter mit euch beim Spazierengehen an der frischen Luft. Bis gleich. Ja, Leckfetten rein noch einmal. Jetzt habt ihr halt auch wieder echt Bedarf zum Spazierengehen. Aber bitteschön, gell? Kommt mir nicht allzu nahe, haltet den Mindestabstand ab, gell? Sonst übersägt ihr wieder diese ganz gefährlichen Stöppersteine. Aber nehmt auch nicht zu weit Abstand von mir, gell? Ein bisschen plaudern müssen wir schon noch kennen. Okay, ihr seht, so schönes Wetter heute, gell? Salzburg-Stadt ist immer ein Spaziergang wert, weil frische Luft gibt es da in Hülle und Fülle. Keiner schnappt euch was weg. Ist für jeden was da. Okay, dann schauen wir mal weiter, gell? Ja, habt's recht. Schaut euch nur die schöne Salzburg an. Die Salzburg beim Spazierengehen ist ja nur zu empfehlen, gell? Aber Obacht! Manchmal können auch ein bisschen mehr Stolpersteine euch in den Weg kommen. Und wie gesagt, mit Demut hinübertreten, gell? Nicht drauftreten, sonst tut es euch weh. Hallihallo, jetzt habt ihr meinen Stolperstein selber entdeckt. Ha? Ja, jetzt kennt ihr euch schon aus, gell, auf was man achten muss. Dass wir beim frischen Luft schnappen in der schönen Salzburger Altstadt. Sieht natürlich nicht weh tut, gell? Dass man nicht herumstolpert. Ja, schaut euch einfach mal das alles an, was wir heute alles besichtigen können. Hey, grüß euch! Super, dass ihr dabei seid. Puh, jetzt haben wir mal ein bisschen ein Glück gehabt. Jetzt haben wir mal ein paar Stolpersteine nicht über den Weg gekommen. Ist ja auch ein Anzeichen, dass ja nicht alles so gefährlich ist beim Spazierengehen, gell? Es gibt ja auch viele gute Sachen beim Spazierengehen. Vor allem gesunde Sachen. Ich meine, beim Spazierengehen ist ja nicht nur die frische Luft gesund. Gesunde Ernährung macht es ja auch aus, gell? Oder das muss nicht so sehr von Hab oder 5G oder phasengesteuerten Radaranlagen versteuern lassen. Ja, grantig sollte man auch nicht zu viel sein, das zirkt dann auch bei der Gesundheit ein bisschen ab. Ja, was habt ihr noch eigentlich für so Ideen? Ha? Vielleicht schreibt das unten in die Kommentare rein und in der Zwischenzeit rast ich mit da beim Mozartplatz aus, okay? Ich mache mir das jetzt da ein bisschen gemütlich, lasse die Seele baumeln. Und wenn ihr noch ein paar Sachen unter die Kommentare geschrieben habt, was auch noch gesund sein kann, dann sehen wir uns wieder, okay? Ja, dann bis nachher beim frischen Luftschnappen. Ja, grüß euch. Und habt euch jetzt schon was überlegt, was noch so gesund ist? Um beim Spazierengehen, man muss nicht nur beim Spazierengehen, auch was man daheim tun kann, um sich gesund zu halten. Ha? Also ich würde sagen, da gab es sicher einige Kommentare, die was unten reinschreiben könnt. Und ich werde jetzt noch ein bisschen da beim
Mozart, ein bisschen pausieren. Ich treffe da schon wieder ein paar nette Leute, mit denen man sich sehr nett unterhalten kann, sehr geistreich. Und wenn ich nachher wieder heim spaziere, weil ich will halt denen nicht allen die frische Luft wegschnappen, gell? Dann treffen wir uns wieder, okay? Na dann, bis nachher. War das heute schön, das Spazierengehen und die frische Luft so angenehm. Jetzt schaue ich heim und wie gesagt, auf dem Heimweg muss man auch noch ein bisschen aufpassen. Da kann man noch hier und da über den einen oder anderen Stein stolpern. Gell? Und damit ihr Bescheid wisst, wo es nicht drüber stolpern solltet, war zum Beispiel da dann. Ja, okay dann. Möchte mich verabschieden, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Seid wirklich clever. Und es waren echt wirklich gute Kommentare für das, was noch an gesund erhält. Ich möchte euch auch noch gratulieren. Seid wirklich clever. Und somit verabschiede ich mich von euch heute. Und bis zum nächsten Mal wieder dann, gell, wenn wir wieder gemeinsam spazieren gehen. Es pfeift der Wind wahrscheinlich gerade durch das Mikro, vermute ich einmal. Ich höre es ja jetzt nicht. Aber darum schreie ich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Beim nächsten Mal vielleicht in Real Life. Wie gesagt, ein Ventilator von Monitor stellen, das ist nicht ganz so die frische Luft, gell? Der Sofa-Aktivismus, der rostet. Na dann, bis zum nächsten Mal wieder, beim nächsten Mal Stiergang. Ciao!